Hallo und herzlich willkommen wieder bei mir in der Küche. Heute wurde schon, nein, es wurde nicht, es wurde gestern hergestellt. Und zwar diese wunderbaren vegetarischen, also bei mir vegetarisch, weil das Einzige, was aber tierisch drin ist, ist ein Esslöffel Honig. Wer jetzt kein Honig möchte, könnte das natürlich auch durch Agaven, Dicksaft oder sowas austauschen, was ich einfach nicht kann, weil ich es nicht vertrage. Ja, und ich habe diese Seitanspieße nämlich gestern schon hergestellt, weil wir wollen jetzt gleich grillen, und habe dann aber festgestellt, dass ich nämlich, wie ich den Teig hergestellt habe, habe ich leider nicht aufgenommen. Irgendwie hat es nicht funktioniert. Da ich aber überzeugt bin, dass das wirklich grandios ist, also sie sehen perfekt jetzt schon mal aus. Diese Marinade ist so grandios und deswegen wollte ich es euch nicht vorenthalten und ich mache jetzt einfach den Seitan-Teig nochmal, weil man kann den super einfrieren. Dann habe ich nämlich für nächstes Mal einfach schon meinen Teig fertig. Also ich zeige euch jetzt dann nochmal, wie ich den Teig für diese Fake-Grillfackeln, nee, es sind ja trotzdem Grillfackeln, aber halt ohne Fleisch. Ja, wie ich das hergestellt habe, wie gesagt, mein Teig kommt dann in den Tiefkühler und das wird nämlich gleich, da werde ich zwei Probespießchen hier schon auf meinem Opti-Grill grillen. Ja, und der Rest ist dann für draußen auf dem richtigen Grill. Als erstes werden jetzt die, also vermische ich erstmal die trockenen Sachen, und zwar das Gluten, also das ist ja Seitan-Gluten, das ist ja genau das gleiche. Muss ich sagen, habe ich hier im Reformhaus gekauft, weil ich es woanders nicht gefunden hatte, wollte jetzt nicht bestellen, da war es schon ganz schön teuer. Also 200 Gramm, aber das gibt es auch so von Vegans oder so, ohne dafür Werbung machen zu wollen, aber da ist es auf alle Fälle günstiger. Also 200 Gramm, dann 2 Teelöffel Hefeflocken. Ich nehme einen gehäuften Teelöffel Räucherpaprika. Das steht im Originalrezept, also ein halber, aber ich nehme das gerne ein bisschen mehr. Und 2 Teelöffel Gemüsebrühe. Und jetzt rühre ich mir die nassen Sachen an, weil das sollte nicht jetzt schon direkt hier mit dem Seitan in Verbindung kommen, weil das wird sofort ja so gummiartig. Also der saugt das sofort auf. Und wenn man jetzt nach und nach die Sachen reingeben würde, würde sich das nicht sofort vermengen, sondern das würde, ja, dann an einer Stelle zieht es mir die Sojasauce ein, auf der anderen Stelle mir das Öl. Deswegen wird das erst vermengt. Und zwar 2 Esslöffel Eiwa oder Tomatenmark geht auch. Also, aber ich hatte hier noch Eiwa, deswegen 2 Esslöffel. Da es jetzt heute leider aber nicht mehr ganz reicht, mache ich Hälfte, Hälfte Eiwa und Tomatenmark. Dann 200 Milliliter Wasser, 1 Esslöffel Sojasauce und 1 Esslöffel Olivenöl, wobei es jetzt hier in meinem Behälter doch ganz schön eng wird, muss ich sagen. Aber jetzt kommt auch nichts mehr dazu. Das wird bei mir jetzt vorsichtig noch durchgerührt, einfach weil mein Behälter jetzt zu klein war. Ja, Leben am Limit kann ich da immer nur sagen. Und ja, das wird jetzt nur noch vermengt hier. Und natürlich muss man es nicht mit dem Thermomix machen. Das könnte man auch mit der Küchenmaschine. Man kann das sogar auch von Hand. Aber ich kann ja nicht in sowas Trockenes fassen. Und deswegen hätte sich das bei mir etwas schwieriger geschaltet. Das kommt jetzt direkt rein, Deckel drauf für 5 Minuten und auf der Teigknetstufe. So sieht es jetzt also aus. Das wird jetzt also richtig verknetet, aber natürlich ist das gummihaft, aber ich habe es mir eigentlich schlimmer vorgestellt. Ich habe 12 Spieße, also schneide ich mir das in 12, naja, so halbwegs gleiche Stücke. Ich habe hier meine Metall-Schaschlik-Spieße. Die finde ich halt auch einfach gut, weil ich habe hier meine Auflaufform und die soll natürlich da reinpassen, damit ich die dann da reingeben kann und auch schön marinieren kann. Ist ja sonst eher schwierig. Und natürlich könnte man die auch aus Holz nutzen. Dann ist es aber natürlich nur einmalig zu verwenden. Gut, Holz ist jetzt nicht so schlimm, aber wenn man das auf den Grill gibt, kann das natürlich auch sein, dass das anfängt zu brennen. Deswegen sollte man die dann immer erstmal
noch wässern. Ich nehme mir einfach ein Stück und roll mir das zu einer langen Wurst. So. Also so, das zieht sich natürlich immer wieder zusammen. Aber ich ziehe das. Ich mit meinen Handschuhen, das ist auch richtig blöd hier, aber was tut man nicht für die Hygiene? Also, ich roll's mir immer um den Spieß und ab und zu spieße ich es aber auch mal noch ein, damit das nicht losflutscht hier. Das sieht schon mal vielversprechend aus. Also, ich bin da guter Hoffnung. Mach das jetzt mit allen 12 und dann geht's hier gleich ans Marinieren. Und jetzt geht's weiter mit der Marinade. Da habe ich schon 125 ml ganz normales hier Sonnenblumenöl genommen. Dann 100 ml Wasser kommt hinzu. Einen Esslöffel Eiweiß. Dann ein Teelöffel Senf. Ein Esslöffel Süßungsmittel, also Agavendicksaft oder was man da nehmen möchte. Ich nehme Honig, somit ist es bei mir jetzt nicht mehr vegan. Aber ich vertrage Agavendicksaft überhaupt nicht. Deswegen geht es bei mir leider nicht anders. Ein Esslöffel Honig also. Ein Esslöffel geräucherten Paprika. Ein Teelöffel Knoblauchpulver. Also das ist natürlich schon eine Menge unterschiedlichster Zutaten, aber ja gut, das sind jetzt eigentlich keine verrückten Sachen. Also das sind schon Sachen, die ich auch immer zu Hause habe. Dann ein Teelöffel getrocknete Kräuter. Ich nehme Oregano, weil ich es einfach sehr mag. Dann 2 Teelöffel Salz. Ich nehme aber nicht Salz, sondern ich nehme diesen Steakpfeffer. Und da ist nämlich auch Salz drin. Also 2 Teelöffel. Und zum Schluss noch die 5 Esslöffel, entweder Chili-Soße. Ich habe hier so eine Barbecue-Soße, die aber auch, glaube ich, ganz schön würzig ist. Und ja, Red American Barbecue. Sweet and spicy. Also, das... ich denke, das wird der ganzen Sache hier schon ein Pfiff verleihen. Das gebe ich mir jetzt hier über meine Spieße. Werde auch gucken, dass sie wirklich alle richtig da drin schwimmen und bedeckt sind. Dass auch wirklich alles von der Soße abbekommt. Ja, aber das passt von der Menge auch richtig gut. Wenn die Auflaufform ein bisschen kleiner gewesen wäre, dann würde natürlich der Pegel der Soße hier ein bisschen höher sein. Ja, aber das, ich glaube, das wird richtig gut. Ich freue mich schon drauf. Jetzt muss nur noch das Wetter auch zum Grillen richtig gut werden. Bei mir kommt jetzt nur noch der Deckel drauf und dann darf das über Nacht richtig gut durchziehen und den Geschmack annehmen. Und ich bin mir sicher, das wird richtig gut. Ich probiere mal hier die Soße. Das ist... Oh. Also hinten so kommt ein bisschen die Schärfe, aber nicht zu scharf. Und die ist schon super. Also vielleicht auch für Fleischesser, die ihr Fleisch drin einlegen wollen. Also, ja, ich habe jetzt nur ein bisschen die Soße abgewandelt, weil halt ein paar Sachen, die hatte ich nicht oder die wollte ich nicht. Deswegen kann ich euch das natürlich aufschreiben. Mein Opti-Grill heizt jetzt gerade vor. Aber der knattert hier schon so ordentlich. Ich glaube, der ist jetzt auch fertig. Die kleben auch ein bisschen aneinander. Also da muss man auch mit sanfter Gewalt das nochmal trennen, bevor es losgeht. Die beiden gehen jetzt hier auf den Grill. Erstmal nochmal die Hand abwischen, sonst ist der ganze Grill eingeschmoddert schon. Innerhalb kürzester Zeit, wie man hier sehen kann, ist das schon richtig knackig braun. Ja, also ich muss sagen, die werden schon ziemlich schnell sehr dunkel. Das ist jetzt natürlich beim Kontaktgrill das Problem, dass man es dann nicht sieht. Auf dem normalen Grill sieht man es dann ja. Ja, aber sie haben jetzt eine gute Bräunung. Ja gut, ich würde sagen, im Normalfall jetzt ein Mensch in der Sonne, hätte ich gesagt, du sag mal, sich besser eingecremt, ja. Wie gesagt, bei mir, es ist zu braun geworden, definitiv. Also ich hatte gedacht, das würde nicht so schnell gehen. Deswegen ja, sie sind bei mir
definitiv zu braun. Aber was bei mir natürlich noch hinzukommt, dadurch, dass es der Kontaktgrill war, ist es jetzt auch so platt geworden. Ich denke, wenn das gleich auf dem Grill einfach, also ohne Druck, dann behalten die auch diese runde Form. Heute ist es ein Tag später und ich muss und möchte die Ehre dieser wunderbaren Grillfackeln, der vegetarischen Grillfackeln, möchte ich wirklich diese Ehre nochmal wiederherstellen. Und zwar gestern, es ist einfach nicht gut geeignet für den Opti-Grill. Der hat das so platt gemacht, dadurch war es dann so dünn und dann war es natürlich sehr schnell sehr durch und ja, außen halt natürlich schon sehr knusprig. Geschmacklich war es gut, aber das war zu trocken. Dann habe ich nämlich, also so habe ich gedacht, es wäre okay mit Soße. Ich habe dann aber die wahre Grillfackel nachmittags noch essen dürfen. Also das ist der Rest. 3 Stück sind noch da vom Grill. Und sie sind einfach grandios. Also wenn ich die hier abmache, dann sieht man das ja auch. Die sind so gummihaft. Jetzt würde man denken, das ist negativ. Das ist aber überhaupt nicht negativ gemeint von mir. Weil dieses Gummihafte ist nämlich total wie Fleischgefühl. Also ich habe ja immer, ich sag ja immer, dass ich so finde, dieses Mundgefühl, dass das oft nicht passt oder dass halt so gerade bei Wurst, dass die oft viel zu weich ist. Also da passt die Konsistenz nicht und da würde das jeder bemerken. Und ich kann sagen, aus dem Mund eines Metzgermeisters, also meines Bruders, der sagte, die sehen aber gut aus. Ja. Es ging nicht so weit, dass er das jetzt essen wollte. Offiziell, weil er es mir nicht wegessen will. Aber ich kann wirklich nur sagen, ganz, ganz grandios. Und wie gesagt, man kann sie so ziehen. Und genauso ist es auch im Mund, dass das so wie, ich sag mal, wie Schweinenacken. So würde ich es, ja, ich würde es mit einem Schweinenackenstück vergleichen. Also, mit dem Opti-Grill, das hat nicht so gut geklappt. Aber als auf dem Grill, wenn man sie jetzt nicht so presst, dass sie wirklich so dick bleiben und dadurch nämlich nicht sofort so durchgaren und dann auch so, weil sie so platt sind. Also auf dem Grill einfach absolut perfekt. Naja, in der Pfanne sicherlich auch. Ja, ich habe jetzt hier die Spieße rausgemacht, werde das nämlich heute Mittag einfach nur nochmal zum Salat, habe ich heute dann nochmal mein Essen. Weil ich muss sagen, gestern habe ich nämlich abends nochmal einen gegessen und ich fand die bald kalt noch leckerer als warm. Also 100% Empfehlung für denjenigen, der natürlich auf Fleisch verzichten möchte. Das ist wirklich eine super Alternative zum Grillen. Ja, und ich bin jetzt hier eingeschmoddert und sage, viel Spaß beim Nachmachen, genießt den Sommer und bis zum nächsten Mal. Tschüss!